Ja, und dann am 1. Oktober, ja, ich hatte das dann vorbereitet in Berlin. Wir hatten uns vorgenommen, jeder sollte von den 9 Leuten, die das gegründet haben, sollte 10 mitbringen. Mindestens 10. Und es war klar, dass die Stasi uns auf den Fersen war. Das merkte ich jeden Tag. Ja. Am Auto zerkratzt, zerstört, Scheiben zerschlagen. Also das war das Übliche. Und das war also diese heiße Zeit, da war das am schlimmsten. Und dann hatte ich mehrere Orte ausgekundschaftet. In dem einen ist die Stasi sehr schnell hinterhergekommen. Eine Gaststätte, der hat dann, also eine Saal einer Gaststätte, der Wirt hat dann vor Angst das verboten. Und wir hatten den Treffpunkt ausgemacht um die Kirche, Samariterkirche herum, in der Nähe vom Rainer-Ebbelmanns-Haus. Und da sollten sie treffen. Und dort wurden Zettel ausgegeben, nur an Bekannte sollte es sein. Da stand drauf, wo es ist. Und jeder sollte dann in Berlin sich auf den Weg machen. Und das war meine Wohnung. Wir hatten eine wunderbare alte, altmodische Berliner Gründerwohnung mit zwei riesen zusammenhängenden Zimmern. Also 60 Leute hätten da mühelos reingepasst. Wir haben auch drin ein Theater gespielt. Das ging alles gut. Und da, in dem Moment, wo die Zellen dann verteilt worden sind, ging ein Gerenne los. Also alle rannten zu ihren Fahrzeugen oder zu U-Bahn. Und in meine Wohnung sind 17 Leute noch reingekommen. Und einer der ersten, also einer, nicht einer der ersten, war dann Wolfgang Schnur, der mit dem Auto gekommen ist und danach war zu. Denn die Polizei wusste, oder die Stasi wusste nun, und die kam auch mit Blaulicht, besetzten unser Haus und was drinnen war in der Wohnung, das ging. Und die anderen, die standen draußen. Die haben sich dann an weiteren Treffpunkten versammelt. Aber wir hatten, weil ich die Papiere hatte, die vorbereiteten Papiere, das zählte dann später als das eigentliche Treffen. Es gab dann noch, um juristisch was einwandfrei zu machen, einen Monat später, am 30. Oktober, nochmal ein Gründungstreffen, weil man also dem Vereinsgesetz sehr erfolgen wollte. Aber das war eine spannende, und die Stasi hat uns 17 Jahre bis nachts Mitternacht eingesperrt. Die meisten anderen mussten dann abreisen. In der Wohnung eingesperrt. In der Wohnung, ja. Also, und dann ist die Polizei, oder es sah aus wie Polizei, schwer bewaffnet mit Maschinengewehren, und das war total unsinnig. Wir waren doch die absoluten friedlichen Leute. Außerdem habe ich Filmaufnahmen von außen, wie die Stasi das auch fotografiert hat. Da habe ich so ein paar Sequenzen. Und ja, da haben wir aber immerhin so ein Grundsatzpapier gehabt, einen Brief an weitere Oppositionelle, einen Aufruf und eine provisorische Satzung. Und damit konnten wir erstmal arbeiten. Also, dann kam aber im Deutschlandfunk, ist verhindert worden, eine Gruppierung namens Demokratischer Aufbruch zu gründen. Und diese Papiere, die wir damals formuliert hatten, die ja nur von den 17 Leuten beschlossen waren, die habe ich dann in der Nacht noch, bin ich zu Rainer Eppelmann, der auch nicht reinkam. Und bei Rainer Eppelmann waren verabredungsgemäß einige Journalisten, Ulrich Schwarz vom Spiegel und ein paar andere. Und denen haben wir dann diese Papiere gegeben und behauptet, das sind die Gründungspapiere. Und damit wurde nun in den nächsten Tagen berichtet, dass es uns gibt, und wir brauchten dieses Signal im Lande für unsere Leute. Ja, und damit hat es angefangen.